willkommen zum zweiten Teil. Ich montiere jetzt gerade hier noch einen Holzklotz unter das Grundgerüst. Daran will ich später noch einen Halter für Stativ befestigen. So, ich habe jetzt hier noch eine Tasche dran gebaut. Da sollen dann später Akkus, Kabel und so weiter aufgenommen werden, dass das immer alles an seinem richtigen Platz ist. Hier habe ich noch einen Haltegriff montiert. Und zwar ist das hier gedacht, dass die Halterung nicht so schnell wegrutscht. Damit habe ich sie immer fest im Griff. Montiere ich noch das Netzteil mit drauf. Das macht sich ganz gut, wenn man länger filmen muss und man Stromanschluss zur Verfügung hat. Ist auch gleich mit Ladegerät für die Kamera. Als weiteres Zubehör baue ich jetzt ein Mikrofoneinmischer ein. Also praktisch kann man hier externe Mikrofone anschließen, die dann direkt in die Kamera mit eingespeist werden. Als weitere Option wollte ich noch einen Zusatzmonitor haben. Und da habe ich so einen alten DVD-Player gefunden. Den möchte ich hier auch mit aufbauen, dass ich dann praktisch eine Kontrolle habe über die Kamera, über Zusatzmonitor. So. So, jetzt bräuchte ich da noch eine Stativplatte drunter, dass ich das Ganze auch auf ein Stativ festigen kann dann. So, das Rack ist fertig soweit. Jetzt können wir unseren Camcorder montieren. Sieht jetzt natürlich ein bisschen lustig aus, ne? So ein großes Rack. Ich erweitere die Kamera noch mit einem Weitwinkelobjektiv von Raynox. Darüber stülpe ich eine Sonnenblende von einer alten, defekten Canon-Kamera. Und zusätzlich installiere ich noch ein Richtmikrofon von Rode sowie einen Lenshut, praktisch eine Displayabdeckung, dass ich auch bei starker Sonneneinstrahlung Möglichkeiten habe, die Kamera seitwärts oder von oben oder so zu kontrollieren. Das Ganze ist klappbar und damit sehr komfortabel. Einsatz auf Stativ ist noch möglich. Fernbedienung geöffnet, dort wo die Infrarotleuchtdiode dran ist, die Leuchtdiode ausgelötet, ein Kabel dran gemacht und das installiere ich jetzt so, dass das vorne an der Kamera ist. Dann kann ich das ganz bequem vorne vom Griff aus machen. So, jetzt kann ich ganz bequem mit der Fernbedienung Aufnahme, Zoom. Alles ist möglich. So, Kamera läuft.
und Action. Sende fertig.